Ja, hallo und willkommen zu Episode Nummer 7, glaube ich, ist von Peters Büchertisch und zu Gast heute Marlene Engelhorn. Hallo, danke für die Einladung. Es freut mich, dass du gekommen bist. Und sie ist Schriftstellerin oder Schreibende, ob sie Schriftstellerin nennen will, weiß ich nicht, und engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit für viele Themen, die eine kurze Recherche gleich offenbaren werden. Deswegen überspringe ich das, als sei denn sie will unbedingt die ansprechen. Na, ich denke, die Suchmaschine spuckt dann aus, was ich gesagt habe und zu sagen ist. Gut. Ja, und ich habe gelernt aus vorherigen Sendungen, dass selbst wenn Bücher und Romane existieren von meinen Gästen und Gästinnen, dass meistens die Leute, die den Podcast anhören, die im Vorhinein nicht unbedingt alle gelesen haben. Und deshalb ist ein kleiner Vorgeschmack des Schaffens sicher nicht negativ. Und deswegen habe ich die Marlene gebeten, kurz einen Absatz vorzulesen, damit man sich vorstellen kann, worüber wir überhaupt reden. Okay, der Text heißt Der Flügel. Die Hände im Klavier, in den Haaren. Die Hände in den Haaren sind wie die Hände im Klavier. Ich sitze unter dem Flügel und fühle mich sehr nackt, weil die Decke, das Tuch, die hängt nicht mehr an den Seiten herunter, das große bunte Tuch, ein Reisetuch, ein Tuch von woanders, aus einem damals ein Elterntuch aus Elternhand. Ich habe es genommen und um den Arm gewickelt, das wurde ein Ball, das Balltuch abgezogen wie ein Huhn vom Spieß. Es liegt auf dem Sessel an der Wand, der steht da, zwecklos, hält das Tuch. Ich habe die Hände in den Haaren und schaue mich um. Jemand könnte mich sehen, das denke ich noch nicht. Jemand wird mich finden, das auch nicht. Ich denke wenig gerade, die Fingernägel fahren auf meiner Kopfhaut umher, die Kuppen drücken, meine Haare knirschen. Unter der Bewegung, immer wuscheliger, reibe ich an meinem Kopf herum. Ich bin aus Reflex hier. Später erst weiß ich, dass ich nicht gefunden werden, ungesehen sein will unter dem Klavier. Es steht unweit des Schlafzimmers. Die Eltern gehen ein und aus. Es ist ein halb verbotenes Zimmer. Ich soll nicht einfach hinein, soll nicht denken, das sei mein Zimmer. Und vielleicht deshalb der Sessel an der Wand, wie im Warteraum, beim Arzt. Die Eltern als Versorger für Bauchzwicken, Angst und Albträume. Sprechstunden ungewiss. Danke. Ich finde, der Absatz ist sehr gut gewählt, gleich der erste, weil es vom gesamten Text einen guten Eindruck vermittelt. Ich stelle den Laptop jetzt weg, damit du Zugang zu deinem Glas hast. Oh, danke schön. Also, ich habe ja in Vorbereitung heute, habe ich gestern oder vorgestern war es, habe ich die beiden Texte nochmal gelesen, die du mir geschickt hast, und habe was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, schon seit mein Studium aus ist, habe ich eine Kurzanalyse für mich selber geschrieben, habe es für jeden Text eine Seite an Stichworten Oha. Aufgeschrieben. Ja, das, weil ich auf dem ersten Blick Schwierigkeiten hatte, darüber zu reden. Also wenn ich über einen Text mich vorbereite, darüber zu reden, dann rede ich mit mir alleine halblaut darüber. Das kommt mir bekannt vor. Ja, und bei dem Text ist mir zuerst der Ansatzpunkt schwer gefallen und ich habe nicht genau gewusst, warum. Und ich habe gedacht, okay, analysiere mal los. Und bevor ich jetzt irgendwas über meine Analyse sage, lasse ich dich zu diesem Text und zum anderen nicht, oder haben wir es nicht davon gehört, mal was sagen. Weil das Thema, über das kindheitliche Thema mit dem Gefühl zwischen Kind und Eltern und so weiter und dieser Situation, ist mir an der Oberfläche recht klar ersichtlich, aber jetzt erlaube ich dir, in die Tiefe zu gehen. Oje, ich glaube, also nur vorweg, ich glaube, ich bin nicht oft mit Reich Ranicki einig, aber wenn er sagt, Thomas Mann ist der schlechteste Interpret von Thomas Mann, würde ich das jetzt, ohne mich mit Mann vergleichen zu wollen, auch sagen, dass ich vermutlich die schlechteste Interpretin dessen bin, was ich so schreibe. Aber ich finde einfach interessant, Beziehungsdynamiken an großen Unterschieden aufzumachen. Und ein ganz großer Unterschied in einer Beziehungs- und Machtdynamik ist für mich eine Eltern-Kind-Dynamik. Und ich finde das sehr, sehr interessant, wie sich das vielleicht schriftlich einfangen lässt und welche besonderen Situationen, Gegebenheiten in diesem Fall mit dem Klavier und einer Angst- und Unsicherheitssituation, die nicht näher benannt ist, oder ich glaube, ich kriege es nicht ganz näher benannt hin, dass das etwas aufmacht, zu fragen, okay, was ist das an der Beziehung zwischen zum Beispiel eben einem Kind und einem Elternteil oder beiden Eltern, das so etwas hervorruft? Und wie kriege ich das jetzt in eine Sprache, die nicht
aus einer Perspektive ausschließlich ist, sondern auch immer noch diese erzählerische Distanz ein bisschen drinnen hat. Genau, das ist, weil ich habe den Text angeschaut und habe mir gedacht, okay, da soll das Kind sprechen, aber es spricht ja nicht wirklich das Kind, sondern es erscheint einem, als spricht die Autorin in dem Versuch, sich zu erinnern, wie das Kind gedacht hat damals in dieser Situation oder wie ein Kind denken würde in dieser Situation. Aber das klingt jetzt, als würde ich sagen, dass es nicht funktioniert, sondern es ist mehr eine offensichtlich gewollt ersehbare Konstruktion dieser Situation. Man soll sehen, dass es diese Erzählsituation ist. Ja, also mir ist das Kind halt auch näher als der Elternteil. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, Eltern zu sein. Mhm. Und ich weiß aber, was es heißt, Kind gewesen zu sein. Und ich glaube, das ist es, Kind gewesen sein. Ich bin irgendwie wahrscheinlich für meine Eltern immer das Kind, aber ich bin auch irgendwie nicht mehr Kind. Und wenn ich es schaffe, das in einer Erzählstimme mit so einer Distanz, die mal glückt und mal nicht, durchaus, mhm, das darf auch mal misslingen, das hineinzupacken, dann finde ich das recht interessant, weil es dann auch aufmacht, eine Assoziationskette von, okay, was heißt denn das jetzt beim Lesen? Entweder rein persönlich oder aber auch einfach auf der Textebene, auf der analytischen Ebene. Genau, und diese Distanz ist das, was zum Funktionieren bringt. Weil wenn es rein der Versuch wäre, diese kindliche Gedankenwelt authentisch darzustellen, dann wirkt es fake oft, wenn ein Erwachsener das versucht. Sehr oft ist diese Balance dann nicht einzuhalten. Aber diese Distanz ist nach wenigen Sätzen spürbar. Im ersten Satz glaubt man, hat man das Gefühl, okay, da spricht das Kind. Und dann baut sich sprachlich aber diese Distanz auf durch rein Satzkonstruktionen oder Wortwahl oder was auch immer, wo man denkt, okay, das kann das Kind jetzt nicht, in dem Moment nicht so gedacht haben. Und dann fängt es meiner Meinung nach zu funktionieren an. Und da hast du einen Satz im zweiten Text ganz am Ende, der meiner Meinung nach sehr viel über den ersten Text aussagt. Und das ist der Satz, der mit den Türklinken. Als Kind dachte ich, Türklinken seien die außergewöhnlichsten Geschöpfe. Heute denke ich Sätze, die dann mit den Worten anfangen, als Kind dachte ich. Und genau das ist es nämlich. In diesem Text schreibst du darüber, dass du dich erinnerst, was du als Kind gedacht hast. Im gleichen Satz mit der Reflexion, dass das eigentlich nicht das ist, was das ist eigentlich das, was sich das Kind gedacht hat, durch die Linse des Erwachsenen. Und das ist spürbar, finde ich, von Anfang an dann gleich. Jetzt fühle ich mich sehr geschmeichelt und ein bisschen verlegen. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, für mich persönlich zumindest, meinen Zugang zum Erzählen. Dass ich mir überlege, wie viel davon ist erinnert und wie viel davon ist erfunden und wie viel davon ist erzählt und warum ist das eigentlich alles irgendwie das Gleiche. Und was mache ich daraus und welchen Stoff habe ich dafür? Und wie gesagt, dann interessiert mich einfach besonders Situationen, in denen zwei Figuren sich begegnen und es ist ganz klar, eine hat die Überhand in irgendeiner Form. Hände sind irgendwie auch ganz oft drin, merke ich gerade. Also sowohl beim Klavier im Flügel als auch bei unter dieser Hand, da heißt es auch schon. Und dann geht es auch wieder klar um eine Vater-Kind-Dynamik, eine Mutter-Kind-Dynamik. Und da geht es auch sehr explizit um diese Umkehr oder den Versuch der Umkehr des Machtverhältnisses. Wer entscheidet jetzt darüber, wer wann wen trifft und ob das in Ordnung ist oder nicht und warum ist das kompliziert? Ohne daraus eine lange Erzählung zu machen. Aber das finde ich spannend, damit einfach zu arbeiten auch. Das kann man ja dann gleich vom Text vortragen in die Allgemeinheit. Also wir können da jetzt über die allgemeine Idee sprechen, wie man Machtverhältnisse kommuniziert, außerhalb der Machtverhältnisse und außerhalb echter Personen vielleicht sogar, weil ja alle Personen zumindest fiktionalisiert sind, wenn man über sie schreibt. Weil was im Erzählen von Machtverhältnissen oft, also wenn die Situation sich in der Geschichte zuträgt, oft das Schwierige ist, dass gerade die zwischen den handelnden Personen die Machtverhältnisse nicht kommuniziert sind. Ja, und dann versucht man sie aus diesem Nicht-Kommunizieren dem Lesenden zu kommunizieren. Ja, vor allem was mir oft auffällt, ist, also in normalem Gespräch jetzt über Machtdynamiken und dergleichen, es hat oft einen mitunter normativen Charakter, dass man dann doch sagt, ja, das ist so und das hat irgendwie auch so zu sein. Und weniger einen beschreibenden Charakter. Und das ist
wenn ich es irgendwie schaffe, mich dem eher anzunähern, das wäre mir ein Wunsch und ein Ziel. Beschreiben oder dem? Beschreiben, weil ich möchte nicht vorgeben, wie eine Beziehungsdynamik auszusehen hat. Das ist für diese zwei Menschen auszuhandeln, vorausgesetzt, sie haben die Augenhöhe, derer es bedarf, um das auszuhandeln, was ja bei Eltern und Kindern tatsächlich recht schwierig ist. Ein Kind ist in einer Art und Weise von Eltern abhängig, wie Erwachsene untereinander hoffentlich nicht abhängig sind voneinander. Und wenn doch, worauf gründet das? Und was steckt da dahinter? Und bei Macht, das ist eh gesagt, geht es ganz oft um unausgesprochene Selbstverständlichkeiten. Genau, ich bekomme, was ich will, ich muss dafür nicht mit dir in die Kommunikationsarbeit gehen. Wir kriegen das auch, weil ich das einfach sage. Das impliziert sich in der Wortwahl, in der Haltungswahl, in der Bewegung im Raum, im Text oft auch, und in der echten Realität auch, aber wie man es darstellt, ist es oft... Ja, aber das ist ein Punkt. Ich glaube, Macht ist ganz oft eine Verschleierungstechnik. Ich tue so, also ich ziehe mir dieses Gewand an, im Sprechen, im Habitus, im Bewegen, so zu tun, als könnte ich eine andere Person dazu zwingen, etwas zu tun, das ich nicht tun will, sonst würde ich es selber machen. Dass diese Person wahrscheinlich auch nicht tun will, sonst müsste ich sie nicht zwingen. Und das irgendwie unangenehm ist, aber das ich unbedingt haben möchte. Und jetzt muss ich diese Person natürlich irgendwas androhen, damit sie sich nicht denkt, ja, ich mache doch nicht, bin euch bescheuert. Wenn ich aber dieses Darstellen von, ich bin der Mächtigere als du, was auch immer das heißt, das muss man gar nicht beschreiben. Und das ist das Arge, oder? Es bleibt verschwiegen, ungesagt. Das ist ja, wenn man, der perfekte Schleier ist dann, wenn man es auch vor sich selbst verschleiert, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, das zu können und zu dürfen. Genau, wenn man in dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit restlos aufgeht und sich das tatsächlich zur Identität macht. Und dann wird es auch schwierig, Machtprobleme in der Beziehung, glaube ich, rauszulösen aus dem, was man als sich selbst betrachtet und dem, was das dazwischen ist zwischen mir und einem jeweils anderen. Ja, wenn die Machtverhältnisse zum Teil der Person werden, dann sind sie fast schon untrennbar. Genau. Und wie beschreibt man das, ohne es jetzt notwendigerweise zu werten? Ich finde, manchen Dingen ist eine Wertung schon inne. Also gerade wenn es um Gewalt geht, scheue ich mich nicht zu werten, dass Gewalt einfach nicht gut ist und Punkt. Aber wie sagt man das beim Schreiben? Zu sagen, Gewalt ist nicht gut, ist eine schwache Wertung. Ist eine sehr, man schreibt oft dann nicht, das war aber jetzt schlecht, sondern da ist wieder diese explizite Wertung, der entziehst du dich ja dann trotzdem auch in dem, was du schreibst. Ich versuche es auf jeden Fall. Ob es mir gelingt, das müssen, glaube ich, die Menschen, die das dann lesen, entscheiden. Das ist schon ein Level der Eindeutigkeit, steigt und sinkt natürlich, aber natürlich ist meiner Meinung nach stilistisch und auch überzeugungstechnisch schwach, wenn man einfach nur absolute Aussagen tätigt. Und das vermeidest du zum Großteil. Danke dir. ja, ich glaube, es ist nicht besonders zielführend, wenn es ums Erzählen geht. Es ist auch meiner Meinung nach oft rhetorisch nicht so zielführend, wenn man jemanden überzeugen will. Manchmal kann man mit so einer Aussage anfangen, sagen, ich finde das gut oder schlecht, und dann muss man sich aber von dem loslösen. Ja, ich finde einfach spannend zu schauen, wenn man beschreibt, okay, das ist meine Ausgangssituation und das ist die Entwicklung und da zwickt es, und warum zwickt es eigentlich, muss ich nicht beantworten, das kann dann jede für sich selbst beantworten, glaube ich, beim Lesen. Aber das, diesen Verlauf hinzukriegen, und ist mir ein Anliegen. Und deswegen habe ich auch, es ist mir jetzt beim Lesen nochmal aufgefallen, das Wartezimmer gewählt. Es ist nicht die Abstellkammer, wo man schon weiß, okay, offensichtlich bin ich ein Gegenstand oder ich gehöre hier nicht hin als Kind und in diesem Vorraum zu diesem Elternschlafzimmer, sondern es ist das Wartezimmer. Ich bin schon gewollt, aber halt nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich will. Weil im Wartezimmer darf ich auch erst in die Ordination, wenn ich jetzt beim Arzt bin, wenn der das möchte. Und ich glaube, dass wenn das ein Zugang ist, das Beschreiben, den ich erwische, dann freue ich mich immer sehr. Ein Wartezimmer hat auch etwas Optimistischeres. Ein Wartezimmer ist ein Raum, den man theoretisch noch entfliehen kann. Kommt drauf an, was auf der anderen Seite der Tür ist nach dem Wartezimmer. Natürlich, ich denke jetzt mal an einen Arzt in dem Fall. Wenn es im Schlachthaus das Wartezimmer ist, dann ist es ein anderes Problem. Wartezimmer im Schlachthaus, okay, gut. Ein Wartezimmer ohne Ja, also ich dachte so an den Zahnarzt mit der Wurzelbehandlung, also unabhängig davon, dass es mir hoffentlich danach, spätestens eine Woche später, besser geht. Nein, es ist furchtbar, aber es ist nicht das Ende. Ah, ja, stimmt. Also ich weiß nicht, gibt es eine Wartezimmergeschichte, bevor man hingerichtet wird in den USA zum Beispiel oder so? Ich bin mir ganz sicher, dass es... das gibt. Ja, heißt das dann Todestrakt und ist einfach die Gefängniszelle und man wartet halt 60 Jahre darauf, dass man endlich, okay, wenn es sehr abgeglitten jetzt gerade.
wenn ich über diese Logistik nachdenke, glaube ich nicht, dass man von einem, also von der Zelle direkt ins... Na, wird so ein Schlauch gehen, aber ein Wartezimmer. Sie müssen hier noch warten, weil es gibt ja, wie Sie wissen, eine Tribüne und es sitzen ja, noch nicht alle. Einen Platz zuweisen zuerst. So liebe Zeit. Snacks noch nicht verkauft. Ja, jetzt sind wir sehr makaber geworden. Nee, das ist doch gut. Das ist doch gut. Da haben wir ja? Freut dich das? Naja, wenn man den Rahmen absteckt. Ja, das Kind im Wartezimmer ist wie in der Todeszelle. Himmel, das ist jetzt nicht der Rahmen, den ich spannen wollte. Habt's die Interpretation? Oh Gott, nein. Das ist das Gute, dass diese Texte noch nur, unter Anführungszeichen, meine Texte sind. Schauen wir mal, wie es mit denen weitergeht. Abgesehen davon, dass ich sie hier und da vorlese, kann niemand daherkommen und mir erklären, genau, was ich denn eigentlich gemeint habe. Die einzige Möglichkeit, zumindest einen Teil dieses Textes zu jeder Zeit abrufen zu können, wird dann diesen Podcast aufzurufen und den ersten Absatz sich anzuhören. Genau. Das ist, wer weiß, vielleicht schaffe ich es irgendwann, jemanden davon zu überzeugen, dass das ganz gut gelungen ist und dass daraus vielleicht etwas anderes noch werden kann. Aber das steht in den Sternen und werden wir dann sehen. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, aber ich habe keine Macht, irgendwas drin zu tun, deshalb. Also hier schon so Vorarbeit. Dass, genau, alle die tausenden Zuhörenden, Verleger und Kulturproduzenten, bitte schnappt euch diese Texte langsam, sonst nicht mehr da, sie sind wie heiße Semmeln. Ach so. Ja, okay, jetzt bin ich Schmähstart, also ich weiß jetzt leider keine lustige Replik. Ja, das ist ich bin der Gastgeber, ich habe das letzte Wort. Das ist das Machtverhältnis hier. Also, eine Kardinalfrage, die ich natürlich allen Gästen stelle, sei denn, sie haben mir gleich vorher schon erzählt, ist die zur schriftstellerischen Ambition des Romans oder des größeren, was auch immer, Werkes, der Geschichtensammlung des, was auch immer, Versepos. Versepos, das wäre großes Kino, wenn ich das hinbekäme. Habe großen Respekt vor Menschen, die so schreiben können. Ich persönlich schreibe Prosa grundsätzlich am liebsten kürzere Texte. Ich halte Prosa für am interessantesten. Hat mir jetzt mit Präposition vor lange gegangen. Wenn sie kurz ist, einfach weil je mehr ich wegmachen kann, je mehr ich nicht brauche für einen Text, umso näher bin ich vielleicht an dem dran, was er sein kann, ohne Schmuck und Beiwerk. Ist wahrscheinlich die absolut gängigste momentan, soweit ich weiß, Herangehensweise. Die meisten Menschen, die ich kenne, versuchen zu kürzen. was nicht schlecht sein muss. Roman, ich glaube, ich könnte nicht so lange stringent an einem Gedanken arbeiten. Es wäre ja dann doch wieder eine Kurzgeschichtensammlung, halt mit einem großen Titel und die Kapitel haben irgendwie was miteinander zu tun. Dann findet man einen Gedanken, der überall drinsteckt und behauptet, der war von vornherein so geplant. Ganz genau. Nein, aber ich fände es schon schön. Also ich habe schon Ambitionen, die Texte weiterhin zu erarbeiten und zu schauen, was dann daraus wird, ob das jemanden zu Genüge interessiert oder nicht. Und dann werden wir sehen. Aber ich finde auch diese Art von Interesse an dem Text schon sehr schmeichelhaft. Das freut mich. Also mir geht es ja genau gegenteilig. Ich weiß, ich brauche mindestens 150 Seiten, um meinen Gedanken wirklich für mich dann zufriedenstellen. Da habe ich auch nichts vergessen. Da sind mir keine Gedanken verloren gegangen. Das habe ich da reingebracht. Und währenddessen habe ich noch 10 andere Gedanken, die daran hängen, auch noch ein bisschen ausgeführt, sodass ich mir nachher niemand sagen kann, dass ich daran nicht gedacht hätte oder das nicht. Und das ist so schlimm geworden, dass ich, glaube ich, seit 5 Jahren keine Kurzgeschichte mehr geschrieben habe. Oh wow, beeindruckend aber. Ich habe angefangen mit Kurzgeschichten, ganz viele, also viele, ich weiß nicht, wie viele es dann geworden sind, und habe natürlich mit dem strengen Gedanken im Kopf, Schriftsteller werden zu müssen, weil alles andere nicht möglich ist, habe ich dann überlegt, wie ich bei allen möglichen Wettbewerben und Ausschreibungen irgendwas einreichen kann und habe dann versucht, dann Metagame zu spielen, zu schauen, was ist thematisch gerade passend und wie kann ich es schreiben, ohne von mir selber abzurücken zu sehr. Richtig mit System, wie es scheint. Ja, nicht wirklich mit System, aber zumindest immer die Überlegung beim Text dahin, was erwartet man sich dort von mir, nicht was erwarte ich jetzt von diesem Text, sondern auch ein bisschen, was wird von mir erwartet. Und die sind dann furchtbar, waren meistens die Texte. Das kommt bekannt vor. Die einzigen Texte, die veröffentlicht wurden, sind die ich irgendwann zufällig geschrieben habe und die dann dazu gepasst haben. Und deswegen habe ich dann irgendwie, das hat mir irgendwie das Kurzgeschichtenschreiben bloß verdorben. So dass ich dann seit Jahren auch beschlossen habe, ich mache nirgends mehr mit. Wenn mir jemand einen Preis geben will, dann soll er sich bei mir melden. Es ist interessant, aber ich höre das öfter von Menschen, die viele Einreichungen schon hinter sich haben und den ganzen Prozess einfach schon in- und auswendig kennen, dass sie dann irgendwann sagen, oh, weißt du, nein,
Wirklich nicht. Brauche nicht, will nicht. Nee. Also, Gut, dann bin ich nicht alleine. Scheint eine Fatigue zu geben, was das angeht. Ja, das liegt entweder an den Menschen oder an diesem Einreichungs- und Ausschreibungssystem und diesen ganzen, wie das alles funktioniert und wie man sich dabei fühlt, dass einem das irgendwie die Lust verdirbt. Ja, ich finde auch schwierig, das ist auch finanziell recht schwierig aufgebaut, dass dann SchriftstellerInnen nicht unbedingt vergütet werden für die Arbeit, die sie dann hineingesteckt haben. Oder es wird daran haben wir uns ja gewöhnt, oder? Ja gut, das stimmt schon, aber das heißt nicht, dass man sich nicht dagegen wehren möchte oder dass man es nicht aufzeigen möchte und sagen möchte, hey, eigentlich darf man nicht vergessen, da bemüht sich jemand sehr, steckt viel Arbeit in etwas und wird ausgewählt für eine Publikation und dann ist das unter Anführungszeichen der einzige Verdienst. Also ja, finde ich schwierig, aber gleichzeitig möchte ich jetzt nicht urteilen über die Finanzierungsmöglichkeiten dieser Ausschreibungen selber, weil die sind selbst oft so, wie viel Geld haben wir eigentlich? Ja, das ist das auf jeden Fall mal. Die einzelnen Leute, die Sachen organisieren, sind wahrscheinlich am wenigsten zu kritisieren. Ja. Da kann man die Systematiken, die zu dem Punkt führen, das, wo wir jetzt sind, kann man sich hier weit zurückverfolgen. Ja, können uns jetzt down the rabbit hole von Subventionen für Kunst und Kultur in Österreich. Genau. Ich sage nur, was war es? Irgendwas 5 Millionen fürs KTM-Museum? Ah, alte Schwede. Das ist eine der größten Tragödien. Also so groß im Vergleich zu anderen weltbewegenden Tragödien nicht. Aber. Ja, es ist aber absurd, wenn man sich anschaut. Ich meine, die Großkultur unter Anführungszeichen in Österreich wird ja grundsätzlich immer durchfinanziert von Steigeldern. Also das Burgtheater oder die Staatsoper oder so gäbe es nicht. Und der Witz ist ja, dass die unteren beiden Einkommensdrittel 80% dieser Subventionen über ihre Steuern finanzieren, dafür, dass das obere Einkommensdrittel dann dort Kunst angucken kann. Ja, das Ziel kann ich nachvollziehen. Das Ziel, dass die Staatsoper existieren soll und das Ziel, dass diese großen Theater die einzigen sind, die sagen wir mal, Produktionen mit echten Production Value, also dass das ein Existenzrecht hat und ja, nur wie die Finanzierung aufgestellt ist, finde ich jetzt schwierig einfach zu argumentieren, dass das so laufen muss und wer hat dann Zugang schlussendlich und wessen Geld landet dort. Das heißt, ich glaube, das ist nicht unbedingt das Ergebnis, an das man sich stört, sondern es ist mehr der Weg zum Ergebnis, der frustrierend erscheint. Wobei ich ehrlicherweise, kritisch wie ich bin, sagen muss, dass manchmal denke ich mir schon, beim Burgtheater oder bei der Staatsoper schnarch. Ja. Muss das sein? Naja, sie sind halt, das ist ein bisschen ein Symptom natürlich auch des Staatskunstbetriebes. Ja, sie orientieren sich halt am Publikum, von dem sie wissen, dass sie es sicher haben, würde ich ihnen eiskalt unterstellen. Genau, und das ist aber gerade interessant, finde ich, für einen Betrieb, der nicht wirklich um Wirtschaftlichkeit bemüht sein muss. Wenn ich jetzt sage, ich muss, ja, schon, also wenn ich mir denke, ich habe ein Publikum und ich muss das behalten, weil sonst gehe ich unter und ich muss beispielsweise wie in der Filmindustrie immer den gleichen Film produzieren, damit ich weiß, dass die Leute da kommen, dann würde man bei einem Betrieb, der sich künstlerisch engagieren möchte, der viel vom Staat mitfinanziert wird, eine gewisse Lust zum Experimentieren oder zum Erweitern, weil wenn das Publikum mal ein Stück nicht mag, dann ist ja... Ja, und vor allem, es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass das schon auch hinhauen kann. Und ich glaube, das Plakativste, das wir in Wien haben, ist die Peimann-Ära. Der hat sich auch getraut, Dinge zu spielen, wo sie eben auf die Barrikaden gegangen sind dafür und die Säle waren voll, wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre. Ich glaube, es hängt dann auch so dran, wem muss man dann Tantiemen zahlen? Mhm. Ah, oh nee, warte mal, der ist schon 70 Jahre tot. Das kriegt man auch gratis auf die Bühne. Das sind auch so Sachen. Ja, das sind immer Gedanken, die man haben muss. Ja, böse Unterstellungen meinerseits, aber ja. Ja, ich glaube, wenn man bei vielen bösen Unterstellungen, irgendwen trifft es schon richtig. Oh, wow. Wenn man es nur allgemein genug stellt. Aber es führt mich eigentlich jetzt wieder zu dem Nachdenken über Versepos, Roman, da. Und ich denke mir, beim Roman, da tue ich mir einfach mit der Gattung schwer, mal abgesehen davon, dass ich mit diesem ganzen Gattungszeugs meine Schwierigkeiten habe. Ja, mit Roman habe ich ja mehr Langform. Ja, ich finde Langformen spannend, zum Beispiel jetzt auch Erste Erde Epos, wo tatsächlich, das ist ein Epos und das ist so verfasst, damit gearbeitet wird. Oder Anne Carsons Autobiography of Red. Die Autobiografie von Roth in der Übersetzung von Anja Utler kann ich so empfehlen, falls das nicht rausgeschnitten wird, Leute. Nein, Empfehlungen werden immer drin gelassen. Autobiography of Red, Übersetzung von Anja Utler. Wurde mir empfohlen und ich bin total fanatisch. Empfiehlst es weiter, das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Empfiehlst an alle. Aber das ist ein Roman in Versen. Mhm. Und es ist unglaublich. Also ich habe richtig Freude gehabt, das zu lesen. Ist es gereimt? Auch, also echt wie ein, oder ist es einfach nur in Versen? Roman in Versen. Nein. Also ich den Rest okay, nein, das ist selber herauszufinden. Nicht gespoilert. Auf ein wirklich großes Kino. Und okay.
Ich glaube, da ist auch, da steckt auch in dieser ganzen Romangeschichte und was wird dann veröffentlicht und was wird gelesen, sehr viel vorausgesetztes Interesse dahinter. Ich glaube, das Publikum wird wohl das wollen. Deswegen veröffentlichen wir vorwiegend hiervon. Wenn wir jemanden haben, der das schon kann, dann pushen wir das Rennpferd, bis es jeden Rekord Ja, geknackt hat. das Und damit finanzieren wir uns dann ich sehe es direkt. erst mehr vorauseilender Gehorsam einem Willen gegenüber, der gar nicht existiert. Es ist so oft, also die Menge an Büchern im so Literaturbücher jetzt abseits von, ich sage jetzt Trivialliteratur, auch wenn es gemein ist und man es wahrscheinlich nicht so sagen sollte, aber ich der Einfachheit halber, außerhalb dessen wird auch diesen Trends, verschiedenen Trends gefolgt, die meiner Meinung nach kaum belegbar sind, wo man das Gefühl hat, ah, da hat sich letztes Jahr das ein bisschen besser verkauft. Aber insgesamt ist das Publikum relativ eng und es lässt sich schon was erzählen. Also es ist so wie, die kaufen nicht, was sie immer kaufen, sondern die kaufen, was man ihnen, also wenn man ihnen sagt, das ist gut, dann glauben sie einem auch manchmal. Man kann auch gute Literatur verkaufen, wenn man das Gefühl hat, die spricht jetzt keine Demografie einfach so an. Ja, ich finde auch, also ich finde schwierig zum Beispiel so Spiegel-Bestsellerlisten, die hier und da auch gekauft werden können. Oder das Gegenbeispiel dazu, was mich immer total freut, ist, wenn ich in, also ich habe ein paar Lieblingsbuchhandlungen in Wien, wo ich einfach sehr gerne hingehe, weil ich nichts lieber tue, als ich stehe dann auch einfach 2 Stunden vor den Regalen und lese jeden einzelnen Titel, um zu wissen, mag ich dich nicht, mag ich dich nicht. Und dann gibt es manche, die tatsächlich dann auch das Personal bitten zu lesen und die Empfehlungen so mit kleinen Kärtchen in den Regalen sozusagen auszustellen. Und das ist schön, weil dann sehe ich, da hat jemand das begonnen zu lesen und hat sich dabei was gedacht und das hat dieser Person sehr gefallen und bekommt einen anderen Zugang als einen Klappentext. Und das hat wieder so ein Beziehungselement drinnen. Und es hat mehr von dieser Augenhöhe von, ich empfehle Ihnen was, deswegen mag ich das auch nicht, wenn ich in ein großes, quasi das Amazon der Bücherwelt, also Thalia oder so, wenn ich da rein, ich spaziere da nicht rein, mich macht das wahnsinnig. Diese Menschen sind da und die arbeiten und das ist wichtig und gut und schön, aber in der Regel kann ich mich mit denen nicht über die Literatur unterhalten. Während in den 2, 3 Buchhandlungen, wo ich gern hingehe, dann verquatschen wir uns schon mal restlos und dann bekommen wir ein Gespräch über Texte und dann bekomme ich eine ganz andere Möglichkeit, etwas zu lernen und etwas mitzubekommen. Ich glaube, ich bin da keine Ausnahme, sondern eher, dass sehr viele Menschen es schätzen, wenn sie die Zeit haben, in eine Buchhandlung zu gehen, sich auch zu unterhalten mit einer Person, sich beraten zu lassen, wie man das dann im Jargon sagt. Und dann mit etwas nach Hause zu gehen, was einfach sitzt und was passt und was vielleicht etwas ist, was ich vorher noch nie gelesen habe. Ich glaube, es gibt so viel Neugier bei den Menschen auf etwas Neues. Man muss sie nicht mit dem immer selben füttern. Genau, und diese Menschen, zu denen du auch jetzt gehörst, die so Bücher kaufen, das ist die Kernkundschaft. Das sind die Leute, die Bücher kaufen wollen, denen man nicht aufzwingen muss, ein Buch zu kaufen. Und die wahrscheinlich auch, zumindest in dieser literarischen Sparte, einen guten Prozentsatz der Buchkäufe ausmachen. Ich glaube, der Unterschied ist ja, das sind vor allem die, die lesen wollen und Ja. nicht nur das Buch kaufen, um es zu haben. Ja, die sind leider auch wichtig natürlich, weil. Ja, jetzt rein marktwirtschaftlich bestimmt, aber gut, ich versuche ein bisschen zurückzukommen zu den Texten. Ich weiß nicht Ja. ganz, was dein roter Faden ist, aber ich denke, vielleicht ist es, bevor wir anfangen, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du hast am Literaturbuchmarkt, aber ich habe Ah. vergleichsweise wenig und deswegen fühle ich mich so, als würde ich mich wahnsinnig aus dem Fenster lehnen und nicht hier irgendwie Ja, durch ich den Kakao ziehen. glaube, einen Hauch mehr als du, aber es ist auch. Wahrscheinlich bist du Buchhändler? Nein, ich bin Schriftsteller. Ja gut, aber Ja, und ich habe mit dem Literaturverein gearbeitet und generell, wenn man mein Buch mit dem Verlag veröffentlicht hat, dann so viel ja. Dialog mit Überverkäufern und was auch immer, da bekommt man einige Sachen mit, wenn man mal bei Messen gesessen ist und Stände betreut hat und sich mit anderen Leuten unterhalten hat, so kommen dann diese Inputs und werden die Frustrationen ausgesprochen und dann kann man Stell das mir das irgendwo sehr anstrengend vor, unheimlich. mitunter, ja? Man tut es, weil man muss. Nein, ich mache es sehr gerne. Entschuldigung. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ich glaube, man kann etwas gerne tun und sich trotzdem denken, oh, Das stimmt. Das ist. Ja, dann wenden wir uns ab von den Problemen der literarischen Wirtschaft und gehen zurück zum Text, wo die Aufmerksamkeit ja wirklich sein sollte. also ich unterstelle es dir jetzt, aber wir können uns auch weiterhin darüber auslassen, dass Nein, nein, es. nein. Es ist ja gut, dass du mich aufhältst, weil mir passiert das hin und wieder, dass sobald das Wort in diese Richtung fällt,
dass ich nur noch weinen will über das. Ja, also grundsympathisch, mir geht es ganz ähnlich. Und ich neige jetzt zum Abschweifen. Also von mir aus können wir uns restlos verrennen. Ich war schon in der amerikanischen Todeszelle, also wir haben es heute schon weit gebracht. Das ist toll. Meine andere Sendung, die ich auf meinem YouTube-Kanal neben dem Podcast veröffentlicht, was nur eine Episode gibt, weil ich keine Zeit hatte bis jetzt, heißt ja Peters Abschweifungen. Das heißt, damit bist du auf jeden Fall der richtigen Adresse. Ah ja, also falls du mal wen zum Abschweifen brauchst, sagst du Bescheid. Genau. Also, schweif. Jetzt gleich schweifen? Ja, finde eine Richtung und dann reden wir drüber. Ach so, ich dachte vielleicht nochmal über den Text. Oder? Bitte, gehen wir zurück zum Text. Also ich bilde mir jetzt nur nicht sehr viel auf diese anhalten. Einladung ein. Und ja, aber du hast mir mit deiner wunderbaren Abschweifung Richtung Todeszelle bewiesen, dass das super Content gibt. Ja, vielleicht lassen wir es einfach geschehen. Das ist so wie mit diesen Kurzgeschichten und mit dem System. Man darf nicht erzwingen, sonst kriegt man keinen Preis dafür. Mich würde tatsächlich interessieren, was an dem Text dir bei der Analyse dann aufgefallen ist, du gedacht hast, darüber rede ich gern oder das ist meins. Also gut. Emotionen körperlich ausgedrückt. Oha. Das ist mir aufgefallen. Und zwar weniger im ersten als im zweiten. Im Flügel, ich sage, wie man sagt, im Klavier, aber im Flügel. Weil ein Klavier kann man zwar aufklappen, aber nicht ganz hineinklettern. Kommt drauf an, wie groß du bist. Aber meinen Großeltern steht ein Klavier, das ist kein kleines Klavier, aber selbst als Kind wäre es schon sehr schmal gewesen zum Hineinklettern. Also sagen Stopfen. Wir mal, ja vielleicht, aber dann ist es mehr hineingestopft werden. Ja, nein, ich bin schon bei dir. Okay. Also die Körperlichkeit, also im Text der Flügel beschreibst du das Klavier als Tier, den Flügel als Tier. Also als großes Tier mit einem Körper und einem Kopf, der gleiche ist wie der Körper. Ja, es ist doch eigentlich sehr unheimlich. Es ist sehr unheimlich, aber das Kind sieht das irgendwie als nettes Tier an, weil das Tier, weil sie vorher Musik gemacht hat auf diesem Gerät. Also sie hat eine positive Grundeinstellung zu diesem Wesen. Aber wie sie mit diesem Körper interagiert, wie ihr Körper mit diesem Körper interagiert, wie sie sich vergleicht, ihren Kinderkörper mit dem Klavierkörper, darin spiegeln sich ihre aktuellen Emotionen wieder. Sie sagt nicht so oft, also manchmal sagt sie, ich fürchte mich oder sagt es nicht, aber es viel öfter drückt das Kind seine Emotionen über die Beobachtung von Körperlichkeiten aus. Ja. Ich finde lustig, dass du sie gesagt hast, weil für mich war das Kind ganz ein neutrales Wesen. Ja, das passiert mir immer, wenn... Na eh, ich finde es interessant, ist mir aufgefallen. Ja, ich möchte dich gar nicht weiter unterbrechen, das war schon unhöflich genug. Nein. Das könnte man auch analysieren einmal, warum ich immer den so leicht, wenn kein Geschlecht genannt wird, warum mir das immer noch passiert, dass ich das dann projiziere. Ich glaube, es ist eine ganz normale Neigung zu denken, die Person hat es geschrieben, diese Person kann ich als so und so lesen, also lese ich eine Ich-Figur auch so. Ja, es ist ja vielleicht klar. Noch stärker, dadurch, wenn ich den Text einfach so gelesen hätte, ohne zu wissen, wer ihn geschrieben hat, dann wäre es neutraler in meinem Kopf. Aber ich habe den Text ja zum ersten Mal gehört, dass du ihn auf der Bühne vorgelesen hast. Ah ja. Dass ich habe ihn in deiner Stimme gehört und dann war das hat sich ja, habe ich gesagt, ne? Das Kind ist im Bohnen. Genau. Und noch mehr als in diesem Text, wo es nur angedeutet ist, diese Verschränkung von Emotionen und Körperlichkeit, ist im zweiten Text in Unter deiner Hand, unter dieser Hand. Unter dieser Hand. Und dieser Text, kurz zur Erklärung, ist eine Reihe von Situationen zwischen auch einem Kind, aber einem erwachseneren Kind, bis zum Erwachsenensein mit den Eltern. Und zuerst Vater, Mutter, ich glaube, abwechselnd sind die Situationen. Und es sind ständige, unglaubliche Alltagssituationen eigentlich. Man unterhält sich irgendwie. Es ist nichts Außergewöhnliches. Aber in jedem Absatz wird das Machtverhältnis in dieser Situation anhand eines Konfliktpunktes irgendwie erörtert. Und das Machtverhältnis wandelt sich über den Verlauf des Textes. Nämlich, obwohl die Eltern immer das Gefühl haben, die Macht zu haben, beginnt das Kind mit Wegzucken und vorauseilendem Gehorsam und Dinge und sich Strategien zurechtlegen, wie man das Verhalten der Eltern manipulieren kann, ohne es zu manipulieren, also ohne irgendwie aktiv irgendwas zu tun, oder schon, aber offensichtlich, wandelt sich zu einer gewissen, zu einem konfrontativeren Kurs,
wo man tatsächlich den Eltern entgegentritt auf gewisse Weise und natürlich nur auf Unverständnis stößt. Zumindest bei der Mutter, beim Vater wird gar nicht, glaube ich, gar nicht so konfrontiert. Der Vater wird eher, ich habe eher das Gefühl, dass der Vater im weiteren Verlauf des Textes immer an Macht und Furcht, also und Schrecken einbüßt einfach. Er wird recht zahm dann. Genau, er wird sehr zahm, aber er tut nichts dazu. Es ist mehr der Blick auf den Vater, der es ist wie wenn der Schrecken vergeht und dann sieht man diese Person, die eigentlich gar nicht so schrecklich ist. Ja, es bleibt eine schwierige Beziehung, dieses Ichs zu den Elternteilen. Und beim Vater zeigt sich einfach eine Beruhigung in dem geschafft haben, das Machtverhältnis umzukehren, aber man hat trotzdem keine Beziehung auf Augenhöhe geschafft. Mhm. Und es beginnt mit Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe sind und gerade mit dem Ich und dem Vater drehen sie sich um. Es ist nach wie vor keine Augenhöhe vorhanden, aber es ist eine Beruhigung, man muss sich nicht mehr fürchten vor diesem großen Vater. Das ist ja auch ein Klischee eigentlich, oder? Der böse Vater. Aber gleichzeitig ist es etwas, was sich dienlich erwiesen hat, als ich geschrieben habe, hat es einfach gepasst so und jetzt stehe ich halt auch dazu. Und bei der Mutter ist es wesentlich schwieriger. Und der Punkt, den du angesprochen hast, jetzt wäre ich interessiert, wo du es festmachst, dass der Umschwung passiert, weil ich weiß, hoffe ich zumindest, wenn ich das halbwegs im Kopf habe, wo ich ihn reinmachen wollte. Insofern finde ich es ja ganz toll, dass du ihn gelesen hast. Also wüsste ich gerne, ob du ihn dort gelesen hast, wo ich ihn mir gedacht habe oder ganz woanders. Also zuerst, beim ersten Mal lesen war es schwieriger festzumachen. Da habe ich einfach nur irgendwann gemerkt, weil ich eher bei der Mutter zugeschaut habe, was da passiert, weil bei den Teilen über den Vater, da war es zuerst so klar, okay, er ist der strenge Vater und dann habe ich mich mehr auf die anderen Sachen konzentriert, wo ich schwieriger gefunden habe, das gleich zu sehen. Und ich habe es dann, als die Mutter etwas verlangt und nicht bekommen kann und trotzdem so selbstverständlich verlangt und dann plötzlich und dann von dem Punkt vorwärts alles, was die Mutter macht, als Gier und Verlangen beschrieben wird. Und als das anfängt, da habe ich zuerst einen richtigen Kipppunkt gemerkt, wo man praktisch das Kind das Selbstvertrauen bekommt, die Aktionen der Eltern als anmaßend irgendwie zu sehen, also sich nicht ihnen untergeordnet und also sie dürfen immer alles haben, was sie wollen und es ist gar keine Gier oder gar kein Verlangen, sondern es ist einfach, wie es zu sein hat, sondern der Punkt, wo plötzlich eben die Wünsche der Eltern dass man sie nicht mehr erfüllen muss und sie trotzdem. Ja, sie sind nicht eine selbstverständliche Geschichte. Genau, selbstverständliche. Ja, ich habe es sehr mit den Selbstverständlichkeiten. Und dass man vielleicht merkt, okay, wenn da jemand ein Verlangen hat, dann hat dieser Mensch vielleicht auch ein Bedürfnis. Und vielleicht ist das etwas, das man wie eine Art Schwäche betrachten kann und wo man vielleicht auch dann sagt, hey, Moment, genau da kann ich einhaken, um meinen eigenen Profit rauszuziehen. Ich mich interpretiere jetzt munter mit dir mit, ich weiß es ja auch nicht. Eigentlich müssten wir jetzt einen Germanisten einladen und dann zwingen, da was rauszuholen. Ach, ich bin Komparatist, ich kann es viel besser. Ja, ich bin Germanistikstudentin, ich habe es geschrieben, also ich glaube, Bias ist ein Problem. Aber finde ich spannend, weil ich habe mir jetzt nämlich gedacht, ich habe einen Zweizeiler drinnen über diese Pausenhof-Geschichte. Am Pausenhof wird man gehaut und dann heißt es ja, hau halt zurück. Mhm. Oha, hau halt zurück. Und das ist auch schon wieder so, nicht löst den Konflikt, nicht klär die Situation, nicht bitte um Hilfe bei einer Aufsicht, melde dich, sondern hau zurück. Mach genau dasselbe, sodass du halt die Person bist, die dann in der kontrollierenden Situation ist. Kindliche Gewalt ist ein ganz komplexes Thema. Ja, das stimmt. Ich wüsste jetzt auch nicht sehr viel mehr dazu zu sagen, als dass ich das reingeschrieben habe, weil ich mir gedacht habe, das ist der Moment, wenn das Kind versteht, hau zurück ist eine alternative Handlungsoption und das dann ummünzt, ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber, und das zeigt sich ja dann auch in den Versuchen zu schauen, okay, wie kriege ich jetzt die Eltern auf Schiene als ich, erzählendes Ich. Genau. Mhm. Jetzt sind wir wunderbar abgeschweift, nämlich von dem, was ich vorher gesagt habe. Ich bin ja auf den zweiten Text gekommen, wegen der Verschränkung Emotion und Körperlichkeit. Und jetzt habe ich den Text vorgestellt. Und also, was meine ich damit mit dieser Verschränkung? Dass nie, oder fast nie davon geschrieben wird, ich fühle mich so mit irgendwelchen Gefühlsadjektiven oder sowas, sondern es sind immer körperliche Reaktionen auf alles. Also auf Dinge wie: eine Hand legt sich irgendwo hin und man zuckt oder man zittert.
man ist unzufrieden mit was und der eigene Körper reagiert und wie am Ende vom Text, wo man sich diese, was ich glaube, das mit den Schuppen oder nein, wo man sich in den Betttüchern abwischt, weil man sich so eklig fühlt. Ich bin mit den ganzen genauen Sätzen nicht mehr so, aber es ist wie eine Alternierung von irgendwas, irgendwer sagt etwas und die Körper reagieren darauf. Als Alternative dazu, dass die Emotionen darauf reagieren. Also dass alles was gesagt wird, hat einen direkten körperlichen Einfluss auf alle Leute. Auch die Eltern, wo es nicht so explizit gesagt ist, weil sie ja nicht die Sprechenden in dem Text sind, hat man das Gefühl, dass nicht ziemlich irgendwie emotional verletzt sind, schon, aber dass es auf ihre Haltung, auf ihre Präsenz einen Einfluss hat. Wie in der Szene mit dem Vater, wo gekocht wird. Der Vater hat, in dieser Szene gibt es kaum einen Konflikt, da wird nur über die Situation geredet, aber rückverbunden zu allen vorigen Dingen mit dem Vater, wirkt er so schwach. Und er wirkt, wie er körperlich beschrieben wird, so schwach. Dass es scheint, als wäre er praktisch wäre sein Körper unter der Last der vorigen Dinge weniger imposant plötzlich. Und so ist mir einfach aufgefallen. Ich habe jetzt gerade in dem Fall keine Zitate, die ich sagen kann. Aber das. Ich muss gestehen, ich weiß den Text leider auch nicht auswendig. Aber ich erinnere mich auch an die Stelle, wo dann weil die erste Situation, das Kind oder dieses jugendliche Kind oder erwachsene Kind, wie auch immer, und der Vater sitzen ja in einem Café, Konditorei, weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall, es gibt dampfende Tassen und es gibt eine Kuchentheke, so viel weiß man. Und dort gibt es Dinge, die der Vater sagt und die aber nicht gehört werden wollen. Und wo man sich versucht, irgendwie zu entziehen und das tatsächlich auch mitunter über den Gang zur Kuchentheke versucht. Und dann später ist es ähnlich, nur intimer, weil der Vater kocht bei sich zu Hause. Wenn ich mich nicht recht irre, habe ich das so geschrieben. Und das Kind verlässt dann den Raum einfach und entzieht sich der Kommunikationssituation, aber mit einem Gestus der Selbstverständlichkeit von stör mich jetzt nicht, ich gehe und komme wieder, wenn es mir passt. Und es wird nichts geklärt und nichts ausgesprochen, macht sich kein Mensch eine Mühe in dem Ganzen um die andere Figur. Und sie sind irgendwie alle sehr in ihrer Haut gefangen. Und jetzt ist es Körperlichkeit. Vielleicht ist es auch fast wie ein Magengeschwür zu sehen, die ganze Körperlichkeit, dass sich diese ungelösten emotionalen Konflikte immer direkt auf den Körper schlagen, weil sie sich einnisten, wie in der Szene jetzt mit einem Rückgrat, wo die Knochen sich richtig nicht wie verrenken, aber wie beschrieben wird, wie sie sich biegen und wie es hat fast ein Kronenberg. Mäßige. Also ich habe ein Bild vor mir gehabt von all diese Körperlichkeiten, habe ich einen Körper, der sich so krümmt, vor mir gesehen. So ein Schraubstock. So. Ja, genau. Das so ausgewrungen, diese Wirbelsäule. Ja, genau. Das war das Bild. Ja, hat es eindrucksvoll gemacht, also diese Situation. Das ist eben, Dankeschön. Dass ich da und danke für die Erklärung dieser Selbstverständlichkeit. Du hast es jetzt heute und ich, das ist das Wort selbstverständlich, sehr oft verwendet und auch es gibt mir eine Perspektive auf die Texte, die ich vorher nicht so gehabt habe. Ja, freut mich. Also ich finde es einfach sehr interessant. Bei Beziehungen wird so viel stillschweigend vorausgesetzt und angenommen, dass das der Fall sei. Und dann ist es das gar nicht. Wenn man näher hinschaut und wenn man mal anfängt zu beschreiben und nicht davon auszugehen, dass es Regeln gibt, in die sich alle einordnen oder boxen oder rollen, wenn man so möchte. Das kann helfen, das kann auch Spaß machen, es kann aber auch wahnsinnig gefährlich werden. Das ist etwas, ja, das interessiert mich sehr beim Schreiben, zu schauen, wo kriege ich das beschrieben. Dann bin ich unheimlich gespannt auf weitere Werke von dir. Und obwohl sie für die Öffentlichkeit geheim sind, würde ich mich freuen, wenn du was Neues hast, wenn das mir zukommen lässt, damit ich direkt daran weiter interpretieren kann. Ja, ich würde mich freuen, dass es vielleicht mal dazu reicht, dass es ein Bändchen wird oder so. Dann kann man es auch nachlesen und mir Feedback geben, ob ich das überhaupt hinkriege oder ob das hier groß gelabert wurde mit geheimen Texten. Aber danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Kommen.